Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge OMSI hier auf diesem Kanal. Wir sind heute mal auf der Karte Erdbrück unterwegs. Diese wurde von Waldheini gebaut, beinhaltet zwei Linien und diese wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und ich dachte mir so, was passt besser in so ein ländliches Setting als wie doch so ein Oldtimer von Setra S215 UL Überlandbus. Und wie ihr seht, eine Automatikgetriebe und Matrixanzeige, also so alt ist er dann nun doch nicht. Und warum fahren wir die Karte? Ich habe jemanden gesehen bei mir in meiner Freundesliste, der mal ein paar Bilder gepostet hat von Erdbrück. Und ich musste sagen, ich war ja ein bisschen hin und weg gewesen. Das sieht so hübsch aus, guckt euch das an. Das sieht so edel aus, so hübsch, ja, so friedlich, so typisch Dorfkarte halt. Und mag ich eigentlich ganz gerne. Und deswegen ist das mal ein kompletter Gegensatz von dem, was wir jetzt in der letzten Zeit ja in OMSI gefahren sind. Und wir haben Abfahrt 10.17 Uhr. Wir werden jetzt den Bus aufrüsten. Ich bin mal gespannt. Ich fahre das erste Mal heute mit dem. Und mal gucken, ob wir das Ganze hier natürlich hinbekommen. Freue mich natürlich, dass ihr dabei seid hier. Und dann springen wir mal rein. Ja, wir sehen schon, es ist schon ein bisschen älteres Modell. Ja, natürlich ist mir eben gerade auch noch meine Maus kaputt gegangen. Das ist natürlich auch schön, ja. Ja, gut, ist jetzt natürlich kein Highlight jetzt hier, ne, Texturen hier. Es ist Freeware-Bus, glaube ich, ne. Also, ich denke mal, von daher geht es vollkommen in Ordnung. Ja, also, wenn wir uns das Ganze hier anschauen. Doch, muss ich ganz ehrlich sagen, geht's. Ist schon hübsch idyllisch halt auf jeden Fall, ne. Ist halt Überlandbus halt, ne. So, Fahrerplatz, ja, so sieht er halt aus, ne, von Setra, gibt es jetzt eigentlich nicht viel zu sagen, glaube. Wir starten erstmal, hier sehen wir den Fahrplan, der ist auch relativ lang, von 10.17 Uhr bis 10.44 Uhr, also es ist jetzt nicht nur eine Fahrt, die jetzt hier nur 10 Minuten dauert oder sowas, wir sind ein bisschen unterwegs, relativ wenig Haltestellen, aber ist ja klar, ist Überland und von daher sind wir heute auf der Linie 4123 unterwegs und das Ganze geht halt über die Burg. Mal gucken, ob wir das Ganze geschildert bekommen, das ist immer so eine schöne Sache. So, also 4123.00, okay. Und die Route 1, nein, Route 1, Strelodorf Markt, müsste es sein, ne? Ist es das? Strelodorf. Ja, sieht aber ganz gut aus. Auf der Linie 423 sind wir unterwegs, ne? Sieht ein bisschen zusammengequetscht aus. Aber das passt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken, denn es gibt nämlich weitere Fahrpläne. Ich will mal ganz kurz mal die Route 9 testen. Das ist nämlich genau das gleiche. Strelodorf Dorf. Wie wir sehen, fährt nämlich eine Linie, gibt es hier, die fährt nämlich über die Burg und die andere lässt die Burg aus. So, und ich hatte letztes Mal jetzt eine gehabt, der die Burg ausgelassen hat. Wir probieren mal jetzt diesen hier. Ich meine, wir können dementsprechend auch einfach mal weiterschalten. Erdbrück, ja, das ist er. Okay. Also, Route 9. Das passt ganz gut. So. Alles klar. Dann sind wir soweit fertig. Und starten mal. Ich hoffe, ihr habt einen Ton hier. Der ist nicht ganz so leise. Aber ich habe gemerkt, dass das ganz schön laut war in letzter Zeit. Ich mache mal ein bisschen lauter. So, vielleicht ist es jetzt für euch ein bisschen angenehmer. So, kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Hallo. Und also wie gesagt, ich... Oh, die Türen schließen sich schön schnell. Zack, zack, zack. Ah, wie das immer so schön poltert. Bin ich Fan von. So, man merkt einfach, ich bin so alt geworden. Machen wir ein bisschen Heizung hier an hier. Das können wir mal ruhig mal machen hier. So, oh Gott. So. Durchzug, genau, das will ich haben. Alles klar. So. Und dann können wir jetzt hier noch die Ventilatoren dann machen. So, passt das. So, und somit sind wir... Oh, stopp.
Start klar. So, jetzt wenn wir mal noch die Zeit ein bisschen vorspulen. Wie gesagt, 10.17 Uhr ist Abfahrt. Nein, wir wollen die Uhrzeit ein bisschen vorstellen. Machen wir jetzt auf 10.14 Uhr. So. Eine Uhr haben wir leider nicht hier irgendwo, wa? Nur hier Daytime, 10.14 Uhr. Gut. Ich glaube, wir sind soweit fertig. So, wunderschön. Gucken, ach, wir haben ja noch Fahrgast. Hallo. Hallo. Lassen wir den natürlich auch noch einsteigen hier und dann geht's vonstatten. Ja, wie gesagt, insgesamt zwei Linien. Das Ganze, wie gesagt, von Waldheini, der bereits schon viele Objekte für OMSI gebaut hat. Ja, natürlich auch veröffentlicht hat und jetzt auch, wie gesagt, eine eigene Karte hat. Ich habe sie schon eine ganze Weile auf dem System gehabt. Hab sie aber selbst noch nicht mal getestet. Ich glaube, davon sind noch einige Karten bei mir hier installiert, die ich so noch nicht getestet habe. Aber das kommt jetzt halt immer so Stück für Stück. Wie gesagt, wir werden heute und in der nächsten Folge uns die Beinlinien mal anschauen. Ich glaube, es gibt noch die 4124 und das wird die nächste Linie sein, die wir uns dann hier anschauen werden. Also mal gucken, vielleicht nehmen wir da den neueren Setra, mal schauen, den 415 NF und dann passt das, haben wir mal hier alt und neu gesehen. Und danach würde ich mir ja gerne mal einen Tettau anschauen. Ja, Tettau ist ja auch so eine Karte, da bin ich einmal gefahren und die fand ich eigentlich auch ziemlich geil. Ja. Das ist leider so eine Karte, die kannst du halt nicht in eine Leitstellenfahrt mitnehmen. Sie hat doch relativ schon so einen sehr strengen Farben, obwohl streng nicht, wenn du das erste Mal dann da bist. Also für mich ideal halt, wenn du die erste Wendeschleife erreicht hast, dann hast du einfach mal 36 Minuten Pause. Ne? Ist halt auf dem Dorf, der fährt nicht alle 10 Minuten oder sowas. Ne? So, wie sieht's aus? Abfahren, 10.16 Uhr, wunderbar. Dann los. Allerdings brauche ich noch, also so ganz ohne schaffe ich es denn noch nicht. So, Rathaus. Guten Tag. Manfred, sei es gegrüßt, mein Freund. Ich finde, das hat er auch richtig schön gebaut hier alles. Oh Leute, meckert doch nicht da hinten. Muss ja auch mal ein bisschen Gas geben hier, ne? Tunnel ist schon ein bisschen sehr. Steht mal. Schon sehr eng. Bing. Was noch vor dem? Wunderschön. So, Edbruck. So, bevor die läuft mir jetzt durch den Bus durch, aber bevor ich jetzt hier eine Meldung kriege, dass ich wieder jemand umgefahren habe oder sowas. Warte ich denn lieber? So, jetzt ist sie aber weg, scheinbar. Ja, es sind schon sehr enge Passagen hier. Dass du hier nicht zufällig ein Schild mitnimmst.
Guten Tag. Guten Tag, Manfred. Der andere Manfred ist ausgestiegen. Wollten Sie bitte nicht hier mitfahren? Schande. Schaut euch da an, das ist ein richtig geiles Bild hier, ja. Ich finde das richtig hübsch. So, dann haben wir gleich unser Bild für YouTube. Oder? Ist das besser? Mal so schwer. Also. So wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Da ist es besser. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder relaxed hier auf den Fahrplan. Der ist eigentlich sehr großzügig gestrickt hier, der Fahrplan. Also sehr gut bemessen. Bin hier mit dem neueren Setra hier durchgeheizt. Alter, das ging gar nicht. Überall Standzeiten, überall. Man sagt gar nichts, das ist auch gut. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. 10.20 Uhr. 10.22 Uhr. Ja, seht ihr, wir sind jetzt schon zu früh und wir stehen ja schon an der Industrie hier. Also, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, auf jeden Fall. Also, da geht was. Aber so ein Überlandbus, ne, steht scheinbar auch ein bisschen öfter. Den besitzt der Manfred. Hey. So, komm mal. Achso, warte mal, ich habe eine Weile. F-Druck-Reststaffel. F-Druck-Industrie. Umsteigend zur Lokalbahnlinie. Das muss ich selber machen. Ich vergesse das. Das werde ich bestimmt noch ein paar Mal vergessen. So mit 60 um die Kurve. Ich mag das, ja, dieses Setting. Also hat er auf jeden Fall sehr gut getroffen. So hätte ich mir gerne meinen Landkreis Forsthausen vorgestellt. Weil der Wald, der sieht auch wirklich aus wie ein Wald. Ja, und dann passt das Ganze auch wieder. Schön. Also wie gesagt, finde ich toll. Finde ich klasse. Jetzt ist auch wieder E3. Ich bin ja sowieso wieder ein bisschen abgelenkt von all dem. Ja. Gucken, was so dieses Jahr für Highlights rauskommen. Für den PC und den Konsolen. Am meisten gespannt natürlich auf Nintendo. Was die so rausbringen dieses Jahr. Das
Ein sehr angenehmer Bus auf jeden Fall, der Setra. So, und damit sind wir an der Burg angekommen. So, wie spät ist es denn? Was sagt denn die Uri? 10.26 Uhr. 10.24 Uhr, ja, wir sind wieder gut in der Zeit. Ja, junge Frau, müssen Sie einsteigen? Wahrscheinlich will sie nach Edbrück. Bahnhof. Da waren wir jetzt ja nicht hin. Wir fahren jetzt erstmal nach Streeldorf. Tja, denn kann ich nicht helfen. Dann musst du auf den Kollegen warten. Das ist doch ein cooles Setting, oder? Also das passt doch wirklich mit dem Bus hier. Meine LVG-Reisen jetzt zwar nicht, aber so ländliche Karte, ja, denn so einen schönen Oldtimer-Bus, ja, das ist doch großartig, finde ich, das Ganze. Deswegen sage ich ja Tettau. Tettau müssen wir uns auch noch anschauen. Ich fand Tettau damals so genial. Bin sie bloß nie wieder gefahren, weil ich dann irgendwann vergessen habe, wie ich den Bus schildern muss. Das war ein bisschen blöd. So, Burg Edstein, ich könnte hier zwar dieses Dings anmachen, aber ich finde das immer blöd. Dieses rote Menü oben links in der Ecke könnte ich zwar aktivieren, aber wie gesagt, ich versuche es immer mal so. Ist schon mal ganz schön. So, die Fischzucht. Und mit 60 geht's hier weiter. Ja, schreibt mich gerade irgendwer auf Discord jetzt die ganze Zeit an. Also wundert euch nicht dieses Geräusch, was ihr da mal hört. Das kommt vom Discord. Ein bisschen zu warm hier. Wir sind jetzt schon bei 22,7 Grad hier im Bus. Das geht natürlich gar nicht. Zufrieden. Jetzt hat es mal bei uns richtig geregnet.
Es hat sich so unglaublich abgekühlt. Es war absolut heiß gewesen. Ich bin heute mit dem Auto gefahren, ja, und zeigte mir das Tacho 37 Grad an. Das geht gar nicht. Also ich bin ja sowieso ein Mensch, der hasst die Hitze. Ja, also ich hasse die Hitze wirklich. Ich bin kein Sommerkind. Ich mag es, wenn es kalt ist, weil man kann sich immer wärmer anziehen, aber nicht kälter anziehen. Das muss man leider mal kurz mal hier warten. Weil ich glaube, sonst sind wir hier zu schnell durch, hier, auch wenn hier keiner einsteigen will. Cyclinghof 10.30 Uhr. Obwohl, ne. Nochmal. Weiterfahren, perfekt. Auf dem Dorf, wir fahren immer früher. Um sie. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf der i3, was also präsentiert wird, werde auch meine Livestreams da gemacht haben, wenn die Folge hier kommt oder gerade dabei sein. Auf Twitch dann halt alles mit euch zusammen, denn eventuell, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und dann quatschen, E3 gucken, zocken. Auf Twitch dann halt, ne? Nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Und dann ja, könnt ihr ja gerne mal ein Hallo da lassen auf Twitch, denn würde ich mich sehr darüber freuen. So, da kommt der Kollege. Das finde ich so episch, ja. Kommst du aus dem Wald raus und dann hast du hier deine Felder. Großartig. Also wirklich einen Daumen nach oben dafür. Ich finde das klasse. Ich finde das wirklich klasse, was er hier gebaut hat. Diese kleinen, schönen Dörfchen da, die er da platziert hat. Denn so, wie gesagt, wirklich Waldpassage da und alles was, ja. Und dann auf einmal öffnet sich das Ganze und du hast dann hier so eine Felderlandschaften. Das ist echt gut gemacht, ja. Das war schon eine Karte, die schon 1000 Jahre alt ist, aber ich habe sie jetzt erst entdeckt. Ja. Wie es halt immer ist. Aber Hauptsache, man entdeckt die Karte halt noch. Ne? Ich habe hier gewartet, Alter. Auf dich habe ich gewartet. Morgen. Auf ihn hatte ich gewartet. So, okay, was sind wir jetzt? Wir sind jetzt Lüdenlaken, Hauptstraße 10 und 33. 10 und 32, ich will immer noch perfekt in der Zeit. Was will man also mehr? Ach, jetzt wird der Bus natürlich so warm hier. Dass hier mittlerweile schon eine Sauna drin sitzt.
Ding. Oh nein. Oh nein. Ja, es hätte auch anders ausgehen können, definitiv. Aber wir sind der beste Busfahrer, von daher klappt das. Sind wir gut durchgekommen. Oh, hör auf zu ruckeln. Genau, jetzt, weißt du, jetzt ruckelt's. Oh. Wahnsinn. Das hätte schon wieder anders aussehen können. Ein Spar! Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, für Kinder stelle ich mir das natürlich hier grauenvoll vor. Ja, wir haben hier ihr Dorf oder sowas, kommen eigentlich gar nicht groß raus oder sowas. Ja. So 10.35 Uhr, Ortsmitte, 10.36 Uhr, wir sind immer noch perfekt in der Zeit. Er muss ackern, er muss ackern, Herr Setra. Ja, also wie gesagt, ich finde sie cool. Das ist mal eine richtig schöne Abwechslung, wenn du mal wirklich mal einfach nur eine Dorfkarte haben möchtest, so von Dörfchen zu Dörfchen. Finde ich Edbruck ziemlich genial. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung mal in die Kommentare posten, würde mich mal interessieren, was ihr so von haltet. Aber wie gesagt, das finde ich, sowas finde ich klasse. Deswegen hatte mich ja damals Tettau auch so massiv gereizt, halt, weil es ja halt auch so ein bisschen aufgebaut ist. Aber wie gesagt, wirklich an denjenigen, der die Bilder gepostet hat, ja, auf Steam, danke dir dafür. Weil ich glaube, ich habe sie, wie gesagt, interessiert. Wir halt bloß nie darauf gekommen, mal die zu fahren. Ja. Warum auch immer. Richtig schön Benzin ausgeschleudert, ja, Wahnsinn. Manchmal überzeugst du dann halt einfach gute Bilder, weißt du, da denkst du dir so, oh, das musst du dir ja mal anschauen. Also wie gesagt,
Deutsche Karten sind bei mir echt Favoriten. Weil man kann es halt auch übertreiben, so weißt du, und dann hast du da einfach so ein riesen Gefälle und eine riesen Steigung, weißt du. Super enge Straßen und hast du also nicht gesehen, ja klar, aber dann fährt man sich halt einfach nicht gerne, weil man dann irgendwie. Die Karte ist richtig schön ausgeglichen. Schöne breite Straßen, man kommt überall vorbei. Wunderhübsch inszeniert alles. Wie gesagt, das Ganze noch schön geschmückt mit einem älteren Bus oder sowas. Großartig. Großartig. Wir sind einfach mal gleich hier 30 Grad im Bus. So, somit wären wir in Strehldorf. Guten Tag. Guten Tag. So, wie sieht's aus? 10.40 Uhr, 10.42 Uhr und dann haben wir schon die Dorfmühle erreicht, das heißt Ende der Fahrt. Ja, also wie gesagt, super, absolut super. Es gibt noch Arzig, sehe ich gerade. Arzig, da sind noch mal 2-3 Haltestellen mehr oder so, müsste man sich hier den auch noch mal anschauen. 6 Kilometer, ja, also müsst ihr euch vielleicht auch nochmal anschauen. Arzig. Wir sind jetzt auf der Linie 423. Ja, naja, ist jetzt halt schwer, ne? 424. Aber guck mal hier, die 424 von Arzig kommt hier auch raus. Ja, müssen wir mal gucken. Dass wir das dann als nächstes mitmachen. Tja, super. Die Fahrt hat mir mal Spaß gemacht. Endhaltestelle Strehldorf, Dorfmühle. So, alles aussteigen. Und damit Endhaltestelle erreicht. Wir müssen jetzt noch wenden. Aber lassen wir erstmal das Kind hier quer über die Straße laufen. So, und hier bekommen wir alles okay. Gut, das könnt ihr ja nicht sehen. So, wenn wir mal jetzt hier noch rückwärts fahren. Wir wollen den Bus natürlich auch richtig abstellen.
Und damit endet die Folge für heute. Ihr Lieben, das war's. Das war heute mal die Karte Edbrück mit dem Sedra S215UL. Schön. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also die Karte kann sich absolut sehen lassen. Und wenn euch das natürlich gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Freue ich mich drüber. Und schreibt es uns in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Omsi-Video hier wieder, wenn es weitergeht. Ich verabschiede mich hier und sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.